Hallo Leute, das ist Let's Play Singleplayer von Minecraft. Die Folge 4 dürfte es sein. Ach, ich bin schon wieder in die falsche Welt gegangen. Tut mir leid, ich muss ja nochmal raus. Das dürfte jetzt Folge 4 sein, aber wartet kurz. In dieser Folge werde ich über Folge 2 reden, die leider 45 Sekunden zu lang war. Und dadurch, ja, konnte ich sie nicht auf YouTube stellen, weil irgendwie über 15 Minuten geht es nicht alles. Und ich habe gerade keine Ahnung mehr, wo wir sind. Warte mal kurz. Hä? Wo sind wir denn? Bin ich schon scheiße? Es wird Nacht. Du weißt nicht, wo wir sind. Da ist auf jeden Fall mein Apfel. Zwei sogar. Ja, das ist jetzt schlecht. Es wird dunkel und wir wissen nicht, wo wir sind. Also, beziehungsweise ich weiß es nicht. ja. Aber mal hier raus, dann finden wir es vielleicht. Mann, ey. Ey, das ist ja gar nicht cool. Ey, scheiße. Ist da Schnee? Da ist Schnee. Gut, dann wir waren in der Nähe von der Schneewelt, kann ich mich erinnern. Ich habe lange keine Let's Plays gemacht. Ich habe euch ja gesagt, dass eigentlich gestern welche hochkommen sollten, aber da hatten wir irgendwie keine Lust, welche zu drehen. Und dann haben wir es halt doch nicht gemacht. Und dann hat sich es doch nicht dazu ergeben, dass wir Folgen gemacht haben. Und ja, ich muss mich jetzt mal kurz hier konzentrieren, weil ich gar nicht weiß, ich weiß null, wo wir sind und wir verhungern auch gleich. Mein Apfel reinhauen. Und da ist ein Creeper, das ist gar nicht gut. Ey, das ist ja richtig kacke. So. Wir gehen jetzt hier hoch. Ich will nicht in den Dschungel. Ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Auf die Bäume klettern. Da geht's mit der Schneewelt weiter. Ich kann mich nur erinnern, dass wir in der Schneewelt waren. Wir hatten halt so eine riesen Eisfläche. Ich glaube, das wisst ihr auch noch. Und dass wir unser Haus in so eine Höhle gebaut haben, aber ich finde es gerade gar nicht wieder. Ich glaube, ich suche die jetzt und dann mache ich eine neue Aufnahme. Und dann. Ey, das gibt's doch nicht. Ey, die Frames kacken gerade bei Minecraft ab. Ja, mal schauen, ob ich die Folge hochstelle oder nicht. Das könnte langweilig werden, weil es halt Nacht ist. Das wäre voll nervig, ey. Ich will Tag. Wenn ihr das erlaubt, dann mache ich mal kurz mit Too Many Items Tag, weil es wäre echt kacke, wenn wir hier sterben, weil wir alles dabei haben. Ich mache das jetzt mal schnell. Wow, ein Skelett. Und wir sterben in einer Sekunde, wenn wir auch nur irgendeine kleine Sache machen. Okay, ich hoffe, das ist jetzt recht tot. So, schnell hier hoch. Und eins und zwei. So, wir kloppen hier den Schnee mit unserem Knüppel weg. Mann, hier ist auf jeden Fall schon mal Eis. Aber ich glaube, das hilft uns auch nicht weiter. Waren wir hier? Nein, hier waren wir nicht. Mann, ist das nervig. Wenn ihr erlaubt. Oh ne, das bringt uns jetzt auch nicht viel. Das ist jetzt kacke. Das ist echt gar nicht cool. Ah, wir haben es gefunden. Ah, wir haben so Glück. Ah, das ist ja gut. Sonst hätte ich mir im Notfall noch irgendwo eine Karte geholt und geschaut, ob wir das so irgendwie finden. Aber jetzt brauchen wir es ja nicht mehr. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal kurz rein. Genau. Wir wollten ja in eine normale Welt. Aber ich glaube, dass wir erstmal. Ich weiß es nicht, weil. Es wäre schon praktischer, wenn wir erstmal hier bleiben und uns hier vielleicht ein kleines Häuschen bauen, egal ob in der Schneewelt, weil sonst passiert uns das gleiche nochmal und ja, das wäre nicht toll. So, vielleicht überlegen. Wartet mal, wir haben doch hier genau vor kurzem, sind wir doch hier rumgerannt, haben Monster getötet. Da haben wir doch hier welche eine kleine Höhle gefunden.
gleich Lava drin ist. Wow. Das hätte ich auch selten. Dass wir uns hier mal das Wasser da abzapfen, dass das Wasser nicht durchfließt. Ja, das ist ja super. So, können wir das Eis mitnehmen. So, Eisen, klopp, 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 klopp. Ah! Unsere kleinen Mega-Spitzhacke. Jetzt kloppen wir den Sand weg. Und jetzt hier. Klopp, 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 klopp. Und jetzt ist es so. Jetzt kommt da wieder dieses Skype-Nacht, das nervt mich echt. So, dann tun wir mal diese Samen hier weg. Genau, das müssen wir echt machen. Wir dürfen ja natürlich, das ist ja, naja, was ja doof wäre, wenn wir jetzt so verhungern sozusagen. Wir müssen uns Weizen anbauen. Das wäre praktisch, man hätte immer was zu essen. Dann verhungern wir nicht. Das wäre schon praktisch. Die lasse ich jetzt mal hier offen, weil Obsidian kann man immer gebrauchen. Und dann haben wir einfach gleich ein bisschen Obsidian in der Nähe. Wir sagen, wir bauen einfach hier unser Haus. Oder ja, können ja mal hier anfangen. So, dann gehen wir gleich. Da hinten ist ein Schwein, das töten wir gleich mal. Dann kriegen wir ein bisschen Fleisch, dann verhungern wir auch nicht. Einen Apfel noch mal reinziehen, und weg damit. Und jetzt hier das Schwein. EP, ich will es wissen, keine EP. EP werden wir später vielleicht auch noch brauchen. Vielleicht werden wir unsere Waffen verzaubern, vielleicht nicht, wie ihr es wollt. Ja genau, ich wollte jetzt, das habe ich sonst vergessen, über Folge 2 reden, da Folge 2 leider 45 Sekunden, glaube ich, zu lang wurde. Und dadurch konnte ich das nicht auf YouTube laden. Ihr wisst ja, das habe ich euch schon allen erzählt. Das ist jetzt sehr doof. Und dadurch konnte ich es nicht auf YouTube laden. Und deswegen, ich habe es versucht zu schneiden, aber das ging auch irgendwie nicht, keine Ahnung. Und ich erzähle jetzt einfach ein bisschen darüber. Also in Folge 2 haben wir erstmal die Höhle weiter ausgebaut. Wir haben ein bisschen die Mine haben wir angefangen. Also wir haben den großen Raum, haben die Decke 3 hoch gemacht, haben den großen Raum die Sachen, das Bett und so reingeschleppt und alles Mögliche. Und und haben dann die Mine angefangen, da haben wir dann stundenlang rumgebuddelt. Ich glaube, Folge 3 haben wir dann endlich aufgehört. Und ich tue mir mal eben hier Erde. Mann. Ja, dann tun wir noch schnell die Kürbisse in dem Fall. Warum weiß ich so? Da haben wir dann die Mine angefangen, haben stundenlang rumgebuddelt, haben nichts gefunden. Dann, wenn ich mich recht erinnere, sind wir in Folge 3 zweimal durch einen Creeper gestorben. Das ist ganz schön spacki eigentlich, weil wir sind fast zweimal durch einen Creeper gestorben, genau. Wir waren draußen, dann wir waren nach draußen, sind reingegangen, weil wir fast gestorben sind, haben uns schlafen gelegt und dann sind wir halt hierher, sind wieder rausgekommen, also sind hier dann wieder so rausgelatscht, weil wir da zu diesem Eisending da gehen wollten, was wir da hatten. Dann sind wir auf einmal gestorben, da war halt hier so ein Krater. Und dann sind wir da zu dem Eisen, also zu dieser Kuhle hier, kann ich euch schnell zeigen, sind wir schnell hingerannt, weil wir das dann einfach da haben wir es abgebaut. Und dann haben wir uns umgedreht und haben so rum, also Freund und ich haben so rumgeschrien, weil dann auf einmal ein Küken vor uns stand. Das ist richtig krass. Also, es ist jetzt wahrscheinlich nicht so erschreckend, als wenn man es anschaut, aber wenn man selber spielt, ist es schon krass erschreckend. Und ja, so, dann gehen wir mal schnell ins Bett. Wo habe ich denn mein Bett? Das habe ich mitgenommen. Und ich glaube, wir müssen uns ein bisschen Essen braten. So, hier haben wir die Minenschacht. Jetzt gehen wir mal schlafen. Und da werden wir auch schon langsam müde. Und wachen auf. Oh mein Gott, wir sind echt so gut im Einschlafen. Das ist so unmöglich. So, dann machen wir uns schnell mal hier ein bisschen Essen, dass wir nicht verhungern. Und dabei würde ich sagen, tun wir mal ein bisschen was hier in die Kisten. Und ich hätte jetzt eigentlich echt Bock, ein bisschen Cobblestone nehmen wir mit. Hier, das können wir da lassen. Die eine Hütte anzufangen. Ich würde einfach keine Holzhütte. Ich mache immer gerne so Cobblestone-Wände
Und da mache ich dann Holzdach und so weiter. Dann nehmen wir das doch gleich mal und essen das. Ziehen uns das hier rein. Und ja, so, dann machen wir jetzt hier weiter. So, dann holen wir mal das Holz raus, machen es mal zu Brettern, tauschen es gegen die Fackeln aus und dann fangen wir doch gleich mal an. Da sind Tintenfische schon dabei. Schraube. So, dann laufen wir jetzt mal. Weiß nicht. Machen wir das Haus hier, aber das ist eine Eisfläche. Oder machen wir das Haus. Nein, ich habe eine Idee. Gehen wir mal oben auf das Teil drauf. Vielleicht ist da oben hier ein geiler Platz. So, dann laufen wir jetzt hier hoch. Und heute kann ich leider nicht viele Folgen aufnehmen, da ich lernen muss und ja und so weiter. Und ja, ich mache jetzt vielleicht so 2 Folgen. Mal schauen. So, und dann wollte ich genau noch wegen der letzten Folge, ich spreche immer davon aus. Da haben wir. Alter, ist das geil. Wow. Ich wollen wir mal kurz hingehen. Wir machen uns einfach hier schnell eine Fackel hin. Dann wissen wir, dass wir hier. So. Und zwar, ich glaube, das war's schon, was ich alles erzählt habe. Ich glaube, mehr haben wir jetzt auch nicht großartig gemacht. Und ja, vielleicht, ich weiß es nicht, versuche ich das Video nochmal zu schneiden. Und halt den Anfang kürze ich dann halt weg. Nicht wundern, wenn ich dann halt irgendwie gleich anfange. Sonst gehe ich ja mal erst ins Menü, gehe dann Singleplayer und dann wähle ich die Welt aus, sondern dann sind wir vielleicht halt ganz sofort im Spiel. Nicht wundern, wenn das passiert oder so. Dann ist die Folge halt einfach geschnitten. Schreibe ich auch dahinter Reload oder so. Und mache auch einen Commentary drunter, damit ihr wisst, dass es geschnitten ist. Und ich habe eine geile Idee. Holen wir unser Haus entweder da rein oder wir machen es hier auf diesem Berg. Aber das Doof ist, auf dem Berg, da haben wir keine große Fläche. Machen wir es doch hier, da haben wir auch gleich eine kleine Mine. Aber wir haben gleich eine kleine Mine. Oh, kleine Mine. So nichts. So, dann ja, machen wir es einfach mal hier. Dann habe ich jetzt leider keine Schaufel dabei. Ich habe ein Crafting Table dabei, weil wir ja nicht einen Umzug machen wollten. Aber da sind wir zum Glück wieder umgekehrt. Aus dem Dschungel hinaus in das richtige Leben zurück. Nämlich. So, wir wollen uns ja nicht zu Tarzan zurückentwickeln. So, dann machen wir mal uns hier so eine kleine schöne Ebene, wo wir unser Haus machen können. So eine kleine Bauernhütte. Und ja, genau, worüber ich auch noch reden wollte, bei unserem Server, da habe ich, also bei meinem, beziehungsweise von Papus auch noch, da habe ich jetzt angefangen mit der Panem-Arena, also Tribute von Panem. Habe ich alles erzählt. Habe ich jetzt angefangen. Und wir hatten erst eine eckige Arena, aber die war dann einfach echt zu klein und nicht mehr schön. Und dann haben wir, und da mussten wir halt alle Berge selber klären. Das sah halt nicht so natürlich aus. Und jetzt habe ich einfach so eine Kuppel mit World Edit, kann man das ganz einfach machen. Kann ich vielleicht mal erklären in der Folge, keine Ahnung, mal schauen. Habe ich einfach eine riesen Kuppel gezogen, die ist echt groß. Einfach auf ein normales Gebiet. Es sieht halt dann, ist halt schon natürlich und es sieht aber auch echt richtig geil aus. Und da habe ich jetzt einfach mal den Spawn erstmal gesetzt, aber da werden wir noch verändern und so. Auf jeden Fall habe ich da schon angefangen. Das ist eigentlich echt ganz cool. Das sieht eigentlich echt ganz geil aus. Und ja. So, dann noch habe ich leider immer noch keine Commentaries bekommen zu dem Server Survival Together. Aber ich glaube, das mache ich einfach. Und jetzt ist der Timer abgelaufen. Und ich sage jetzt auf Wiedersehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, Leute.